Hallo Leute, mein Name ist Crash the Gamer und willkommen zu einem weiteren Video von mir. Heute sogar mal mit Facecam. Wow, das mache ich eigentlich nie. Jupp, ich zeige mich zum ersten Mal. Ich hatte mich eigentlich nie vorgehabt zu zeigen auf YouTube, vor allem weil es halt sich noch nicht gelohnt hat. Aber weil halt ich gerade auf die 500 Abonnenten zugehe, denke ich mal, kann ich mich schon mal zeigen. Ich meine, es tut ja nicht weh. Ja, diese Kommentare kriege ich oft. Phone Guy ist Purple Guy. Ja, ihr wollt mir alle irgendwie klar machen, dass dieser Mentor in der eben dieser Killer ist, der die 5 Kinder und dieses Kind vor Fredbear's Family Diner getötet hat. Ja, die deutsche Five Nights at Freddy's Community scheint sich angeblich sicher zu sein, dass Phone Guy Purple Guy ist. Aber ich sage, nope, ihr habt alle Unrecht, alle. Zum einen, ja, ich habe die Theorie, wie gesagt, noch nie geglaubt. Moment, ich muss mal kurz die Position aussuchen. Ich weiß nicht, ob ihr mich überhaupt so richtig gut seht. Ja, ich habe diese Theorie auf jeden Fall noch nie geglaubt und ich habe auch viele Gegenbeweise gefunden. Ich lese die gerade vom Bildschirm ab, also nicht denken, weil ich die ganze Zeit in die Richtung gucke. So, was wir alle wissen ist, dass Purple Guy gestorben ist und zu Springtrap wurde. Wir wissen aber auch seit Five Nights at Freddy's 4, dass Purple Guy bei Fredbear und Friends gearbeitet hat. Die ältesten Bänder, also die ältesten Tonbandbänder, von die man hört, wenn man Five Nights at Freddy's 1 bis 3 spielt, von Phone Guy sind aus Five Nights at Freddy's 3. Da sind die ältesten Bänder. Die stammen auch von einem Standort zwischen Fredbear and Friends und der neuen und verbesserten Pizzeria aus Five Nights at Freddy's 4. So, sorry für die kurze Unterbrechung gerade. Meine Haustür klingelt. Es war eine Fehlklingel. Jemand hat gemeint, Schätze, welche ist die richtige Klingel? Ich klicke mal auf die Klingel. Oh, scheiße, das ist meine Haustür. Aber ich will nichts von dir. Und du willst auch nichts von mir. Also geh weg. Wo war ich jetzt? Oh Gott. Ach ja. Die Five Nights at Freddy's 3 Tonbänder stammen von einem Standort zwischen Fredbear and Friends und der verbesserten Pizzeria aus Five Nights at Freddy's 2. So, beziehen wir uns doch aber erstmal auf Purple Guy. Wir wissen, dass Purple Guy einen Führerschein hat. Okay, das ist so fange ich schon wieder falsch an. Wir wissen, dass Purple Guy die Restaurantkette schon seit dem Ursprung, kennt, in Fredbear's Family Diner aus dem Five Nights at Freddy's 2 Minigame und die Pizzeria schon bis hin zu Five Nights at Freddy's 1 verfolgt. Sein erster Mord war in Fredbear's Family Diner. Das haben wir in Five Nights at Freddy's 2 gesehen. Und andere Morde von ihm waren noch diese 5 vermissten Kinder in der verbesserten Freddy Fazbear's Pizzeria. Allerdings haben wir Purple Guy noch in dem Safe, meine Stimme ist heute irgendwie am Abfacken. Ich sollte mehr Videos machen. Das ist schlecht für meine Stimme, wenn ich die ganze Zeit still bin. In dem Safe der Minigame hat er noch eine Sicherheitsbekleidung getragen. Er hält dort während er die Kleidung trägt, hat er noch einen Gegenstand in der Hand. Niemand kann wirklich sagen, was dieser Gegenstand ist. Viele denken, es sei eine Brechstange, Hebel, ein Elektro-Taser. Ich kann euch aber versichern, es ist kein Telefon. Niemand rennt einem Roboter mit einem Telefon hinterher. Das müsst ihr euch doch selber mal zugeben. Niemand denkt so, ich habe ein Telefon und ich weiß, wie man es benutzt. Stirb, Freddy. Telefon. Ich bin Purple Guy. Ich verprügele Roboter mit Telefon. Nein, nein, bitte. Fang nicht mal an. Ha, ich bin ein Purple Guy. Und ich habe ein Telefon und ich weiß, wie ich das Telefon benutze. Stirb, Freddy. Was? Noch nie? Ja. Was tue ich eigentlich? Pizzeria, Bella, Pizzat, ohne Sorge, Pizza kommt etwas später. So, die Theorie, dass Purple Guy die Animatronics manipuliert hat, könnte sein. Ich werde heute unterbrochen wie nichts. Ich mache einfach mal weiter und ignoriere mal, dass mein Handy gerade geklingelt hat. Die Theorie, dass Purple Guy die Roboter manipuliert hätte, könnte stimmen.
Aber bei Phone Guy könnte ich es mir nicht vorstellen, dass er sowas tut. Ich meine, wenn Phone Guy sie manipuliert hätte, könnte er sie so manipulieren, dass er in seinem Job, wo er sie übernimmt, nicht getötet wird. Aber ja, Phone Purple Guy ist schon seit Fredbear and Friends dort Arbeiter. Aber Phone Guy erst seit 1978, seit der Five Nights at Freddy's 2 Pizzeria. Erst dort scheint er irgendwie zu arbeiten anzufangen. Und nur weil er dort arbeitet, heißt es nicht, dass er gleich weiß, wie die Roboter dort funktionieren. Das muss nicht sein. Er erwähnt außerdem oftmals Ingenieure, die für die Anzüge, Schrägstrich, Animatronics zuständig sind. Daran erkennt man, dass er eigentlich nichts damit zu tun hat. Er hat nichts mit den Animatronics zu tun. In Five Nights at Freddy's 2 sagt er nämlich Folgendes: Während unsere Ingenieure keine richtige Erklärung dafür haben, ihr seht, alles was Phone Guy uns über die Roboter sagt, das sagt er alles, weil es ihnen irgendwelche Ingenieure gesagt haben. Er hat nichts davon selber irgendwie rausgekramt oder selbst erfunden oder er weiß es aus Fachwissen. Nein, er hört einfach nur auf die Ingenieure. Ein Grund, warum man Phone Guy auch als Purple Guy beschuldigt, ist sein Tod. In Phone Guys Nacht 4 Band aus dem ersten Teil scheint er zu sterben. Ich habe was im Auge. Das sollen wir allerdings denken. Glaube ich zumindestens. Was aber in diesem Band merkwürdig ist, dass er bei dem Klopfen kein Aufbrechen hört, weil man hört ja dieses Klopfen da. Und man hört aber kein Aufbrechen. Gleich danach hört man noch diesen Freddy-Song und dann noch Chica Bonnies Stöhnen, bla bla bla. Das will ich jetzt aber nicht. Auf jeden Fall merkt man, dass dort alle Animatronics anwesend sind. Und der End-Jumpscare ist aber Golden Freddy. Es würde Sinn machen, wenn er seinen Tod nur faked. Aber es ergibt keinen Sinn, dass er Golden Freddy's Jumpscare dafür benutzt. Weil Golden Freddy existiert ja nicht. Er ist Halluzination. Gehirn. Das macht alles dein Gehirn, Halluzination. Das ist nicht echt. Also könnte der Jumpscare echt sein. Purple Guy ist wirklich durch Golden Freddy gestorben. Aber er könnte auch den Tod gefaked haben. Aber weil er in keinen Anzug gestopft worden wäre. Wie normale Opfer normalerweise. Also, da könnt ihr denken, was ihr wollt. Entweder er ist durch Golden Freddy gestorben, weswegen ihn man gehört hat. Oder er hat einfach nur seinen Sound benutzt, den er hergezaubert hat. Ich meine, es wäre komisch, wenn er Sound aus seinem Kopf übertragen könnte. Aber wie gesagt, er könnte auch seinen Tod gefaked haben, weil er wurde ja nicht in einen Freddy-Anzug gestopft. Wie normalerweise, wenn man von Freddys Freunden erwischt wird. Naja, gehen wir mal weiter. Jetzt habe ich das geklärt mit dem Tonband, was ihr mir viel als Argument geliefert habt. So. Aber ein Grund, wieso ihr auch denkt, dass Phone Guy Purple Guy ist, weil dieses Five Nights at Freddy's 1 Nacht 4 Band das Band sein sollte, wo er Springtrap ist. Als ich diesen Kommentar gelesen habe, dass ihr wirklich denkt, dass das Band ist, wo er Springtrap wird, da habe ich mir nur ein mega Facepalm gegeben. Ich will es nicht tun. Ich habe es getan. Ich sage euch mal, warum es nicht sein kann, dass dieses Nacht 4 Band das Band ist, wo Purple Guy Springtrap wurde. Zum einen, in der Springtrap Minigame Szene, wo er gestorben wird, ist das Restaurant komplett geschlossen. Da laufen Ratten rum, da sind Tische unaufgeräumt. Das ist im ersten Teil nicht der Fall. Da sind die Tische aufgeräumt, da sind keine Ratten auf dem Boden. Ihr seht, die Pizzeria wurde da auch noch nicht geschlossen. Die lief dann noch, als Mike Schmidt gearbeitet hat. Also kann es auch nicht das sein. Zweitens, Purple Guy stirbt, nachdem er die vier Animatronics zerstört hat. In Phone Guys Band aber hört man die Animatronics noch bis zu seinem Tod. Auch noch ein Grund wäre, hätte Phone Guy die Animatronics zerstört, müssten die Animatronics im Zeitpunkt, als wir Mike Schmidt gespielt haben, zerstört sein. Ich meine, er hat die ja zerstört, kurz bevor er gestorben ist. Wenn er wirklich tot wäre und die Animatronics zerstört hat, das kann doch nicht sein, weil er hat ja die Bänder voraufgenommen. Und das heißt, dass die Animatronics eigentlich zerstört sein müssten, wenn es das Band wäre, das Springtraps
dass Purple Guy ist tot zeigt. Ist es aber nicht. Die Animatronics in Final Fantasy Design sehen für mich ziemlich neu aus und nicht irgendwie auf dem Boden zerschmettert. Ihr seht, Phone Guy ist nicht Purple Guy. Na gut, aber noch ein letzter Grund, den ich als Endschlussbeweis habe. Ein letzter Grund, wieso Phone Guy nicht Purple Guy ist, ist in Final Fantasy 3, Nacht 5, erwähnt Phone Guy, dass Springtraps Anzug bewegt wurde. Also beschreibt er damit Purple Guy's Tod. Management has also been made aware that the Spring Bonnie animatronic has been noticeably moved and would like to remind employees that this costume is not safe to wear under any circumstances. Thank you and remember to smile. You are the face of Freddy Fazbear's Pizza. Er kann nicht zu dem Zeitpunkt im Safe Room gewesen sein, während das Band aufnimmt. Zum einen, weil niemand gelangweilt reden würde, während Kinderseelen dich umzingeln. Außerdem sagt er im Nightmare-Band, dass das Safe Room zugenagelt, eine Fake-Wand bekommt, als Purple Guy in Springtrap war. Es wäre zum einen kein Sinn, weil er eigentlich in Nightmare-Band müsste eigentlich schon Springtrap sein. Und es würde auch keinen Sinn geben, weil er dieses Band von innen aufnehmen würde, dass der Safe Room zugenagelt wäre. Ihr seht, Phone Guy kann nicht Purple Guy sein. Das widerspricht sich zu viel. Und die Gegenbeweise sind zu eindeutig. Ich fasse zusammen. Das Band von Nacht 4 ist nicht Purple Guy ist tot, weil Purple Guy die Animatronics zerstört hat, aber man zum Zeitpunkt, wo man das Band hört, die Animatronics noch neu sind. Er ist außerdem nicht Purple Guy, weil Phone Guy stirbt angeblich von den normalen Animatronics. Aber Purple Guy zerstört die Animatronics, bevor er stirbt. Was wollte ich sagen? Ja. Als Purple Guy Springtrap wurde, beziehungsweise starb, war das Restaurant geschlossen. Als Phone Guy starb, hatte das Restaurant noch offen. Und zu guter Letzt noch, Phone Guy hat noch Bänder aufgenommen, als Purple Guy schon tot in Springtrap war. Naja, das war's auf jeden Fall. Mit meiner Theorie. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid jetzt nicht zu sehr geschockt von mir, weil ich glaube, ihr habt euch alle über mein Aussehen vielleicht ein bisschen anders vorgestellt. Ich meine, ihr seid mir auch zum ersten Mal, ich habe versucht, jetzt Blickwechsel zu machen. Finde ich, hat jetzt nicht wirklich gut hinbekommen, aber ich wollte halt meine Facecam bei einem Theorievideo machen, weil wenn ich das bei Five Nights at Freddy's gemacht hätte, während im Gameplay, dann hätte ich wahrscheinlich, das wäre wahrscheinlich ein Fail gewesen. Weil wenn jetzt die Facecam nämlich nicht richtig gelaufen wäre und ich dann noch keine Facecam machen wollte, dann hätte ich im Video gesagt, dass ich eine Facecam habe und dann lade ich das Video hoch, ich rede von der Facecam und ihr fragt alle so, wo ist die Facecam? Deswegen habe ich die Facecam jetzt bei einem Theorievideo gemacht, weil ich, naja, weil ich mich da nicht upragen muss, wenn ich das bearbeite. Naja, auf jeden Fall, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bye, bye! So you know, baby.